So, kurze Einweihung. Läuft das Ding jetzt? Ja, läuft. Ja, sieht gut aus. Ja, hallo, Hans Stäub hier, heute mit Rainer Demski. Moin. Wir suchen mal wieder Mitarbeiter, und zwar einen Fachredakteur, also jemanden, der Ahnung von Versicherung hat und auch ganz gut schreiben kann. Oder von Finanzen, genau. Oder von Finanzen, genau. Und da wollen wir mal kurz erzählen, für wen das irgendwie sinnvoll wäre. Wir sind hier heute in Berlin, deswegen, der Ton ist hoffentlich ganz gut, weil wir sind hier im Estrel bei der Hauptstadtmesse der Fondsfinanz. Und wir haben leider überhaupt keinen vernünftigen Ort gefunden, wo es wirklich ganz ruhig ist. Also man hat immer so ein Hintergrundgeräusch. Wir haben viel zu trinken. Genau, und wir sind also direkt am Weinstand sozusagen, aber ist noch zu früh für den Wein, aber danach. Und dann lief mir der Rainer über den Weg, und wir hatten eh schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht zusammen jemanden suchen, und da haben wir gesagt, okay, machen wir doch mal ein schönes Video und erzählen euch, oder Rainer erzählt euch, wen er sucht, und stell doch mal kurz New Finance vor. Ja, wir sind ein Medienhaus, hast du schon sehr richtig erwähnt, beschäftigen uns fast ausschließlich mit redaktioneller Kommunikation in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Das machen wir sowohl für B2C als auch für B2B-Zielgruppen. B2B ist im Moment auch noch ein bisschen stärker, aber B2C kommt. Was wir suchen, ist jemand, der idealerweise aus der Branche kommt, ein gewisses Schreibtalent mitbringt oder Lust hat, sich mit mal vielleicht die Seiten zu wechseln und sich mit dem Thema Medien und Kommunikation zu beschäftigen, aber das Fachwissen aus der Branche mitbringt. Das redaktionelle Fachwissen, das holen wir demjenigen oder derjenigen dann schon bei. Bei uns, wir sitzen in München, Arbeitsort wäre auch München, im schönen Pasing, sehr nett, nicht so direkt in der Innenstadt, aber eine ganz tolle Umgebung. Würden uns freuen, wenn da der eine oder andere Lust hat, mal eine Bewerbung zu schicken. Ja, das heißt also, ihr sucht zwar einen Fachredakteur, und das hört sich ja irgendwie so nach Zeitung, Journalismus, Reporter an und hat nicht viel mit der Versicherungsbranche zu tun, sollte man meinen. Aber wir haben natürlich auch festgestellt, und ich meine, ihr macht das ja auch schon ein paar Jahre, genau. Halt spezielle, ich sag mal, Content in Anführungszeichen oder Kommunikation im Bereich Versicherung und Finanzen. Und das wird halt natürlich immer mehr, gerade weil man Texte und so weiter braucht. Das heißt, wir brauchen natürlich nicht unbedingt jetzt, wir suchen jetzt nicht unbedingt einen Journalisten oder einen Reporter, der dann irgendwie Versicherungen lernt, sondern gerne auch umgekehrt. Also zum Beispiel, sag mal, wir haben jetzt vielleicht einen Makler, der sagt, naja, ich habe sowieso einen Blog und ich schreibe auch ganz gut, aber das Makler sein oder ich bin vielleicht Vertreter sein, das finde ich eben nicht mehr so doll, ist mir zu anstrengend und dann auch die ganzen Richtlinien gedöns. Aber schreiben, hauptberuflich, hätte ich Bock zu. Und ich wohne in München praktischerweise. Also das, ich will in München wohnen, das gibt es ja auch. Ach ja, oder ich will in München wohnen, genau, ja, genau. Das heißt also, es wäre ideal, wäre jemand, der wirklich Ahnung von Versicherungen hat. Von Finanzen. Oder von Finanzen, genau. Und ein Schreibtalent. Den Rest bringt ihr ihm sozusagen, also das Journalistische in Anführungszeichen oder das Redaktionelle, bringt ihr ihm dann bei. Das haben wir auch im Haus. Also es ist ja so, wir sind ja mittlerweile jetzt 12 Leute, wachsen auch ganz stark im Moment. Also es ist ein spannendes Thema. Content Marketing ist absolut im Trend. Alle wollen da was machen. Und insoweit brauchen wir tatsächlich diese Ergänzung aus dem fachlichen Bereich. Wir haben zwei Leute, die an Bord, die das Fachliche momentan schon mitbringen, aber es ist momentan so viel zu tun, und das wird auch nicht abreißen in Zukunft. Da gehe ich mal schwer von aus, dass wir da doch neue Unterstützung brauchen, und würden uns freuen, wenn da der eine oder die andere Lust hätte, mal vorbeizuschauen. Okay, also jemand, der ein bisschen Ahnung von Versicherung oder Finanzen hat, ja, oder auch ein bisschen mehr, der gerne nach München möchte oder schon in München lebt, vielleicht auch Makler war oder auch Schließlichkeitsvertreter war, natürlich auch Leute von den Versicherern direkt, die vielleicht auch ein spezielles Thema mitbringen oder so. Und es geht halt nicht nur darum, irgendwie schön zu schreiben, sondern es geht auch schon darum, ein bisschen Ahnung mitzubringen, bis auch Lust zu haben, selbst mal zu recherchieren, auch mal Themen vorzuschlagen, nicht so drauf zu warten morgens, dass Rainer dir ein Thema hinlegt und dann schreibst du und fertig, sondern auch mal überlegen, was ist interessant. Auch mal eben unterwegs zu sein, auf solchen Messen, da Stimmungen einzufangen und daraus dann was zu machen. Auch mal Interviews vielleicht zu machen mit Video. Also Video wird sicherlich auch was sein, wo ihr noch viel mehr mitmacht. Genau. Und genau, das Thema Video haben wir auch immer wieder. Wir machen es momentan ja wirklich im ganz kleinen Rahmen hier, also mit dem iPhone auf dem Tisch, aber man sieht, das geht. Und es reicht auch, weil man zwischendurch einfach mal Eindrücke einsammeln kann. Oder wie jetzt eben, wir sind uns gerade über den Weg gelaufen, ich wusste es nicht, dass Rainer heute hier ist. Zack, Video gemacht. Überfall. Überfall, genau. Rein. Und das ist auch mit so ein bisschen die Aufgabe eben des Redakteurs. Solche Sachen zu machen, zwischendurch mal, wenn man irgendjemanden trifft oder so, mal ein kleines Video machen, 20 Sekunden. Dann auch über Facebook kann man da eine Menge machen. Also ihr werdet auch viel mit Facebook zu tun haben, sicherlich. Nicht nur irgendwie, ihr werdet genau, vielleicht mit Social Media, mit Xing, mit Facebook, mit Twitter, mit verschiedenen anderen Plattformen auch. Ja. Die meisten unserer Plattformen sind echte Blogs, also digitale Medien sind da absolut im Fokus, ne? Also Printmedien ganz wenig, hauptsächlich digitale Medien. Ja. Also da gibt es auch eine Menge Spannendes, Neues zu entdecken. Einfach mal vorbeischauen in München auf einen Kaffee und eine Butterbrezel, und genau, los geht's.